Letzte Folge kamen wir ziemlich gut durch und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Flat Out 4 Total Insanity. Und richtig Insanity finde ich, dass es jetzt hier weitergeht mit Industrial City Petrochemicals. Dieser Name der Strecken immer, ne? Ist immer so ein kleiner Zungenbrecher. So. Ah ja, wir haben unser Fahrzeug umlackiert. Es ist halt wieder grün. Ich weiß nicht, grün steht dem ziemlich gut, muss ich sagen. So, dann gucken wir mal. Da habe ich gerade das Mikro gerichtet und direkt bereut. Okay. Also mit unserem Fahrzeug kommen wir aber generell sehr gut durch hier bisher. Wie es natürlich in den späteren Cups aussieht, weiß ich nicht. Aber aktuell hier sind wir Erster. Also ich kann echt nicht mehr meckern. Und da ist er noch ein bisschen... Wow. Okay. Da ist er immer noch ein bisschen... Leute! Oh Gott. Ich häng fest. Ja. Was ich sagen wollte. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Wir können da ja noch ein bisschen was tunen. So. Okay. Vorsichtig. Okay, lass mich mal durch hier. Ich hätte gerne den Sieg. Mit nichts Geringerem möchte ich heute nach Hause gehen. Mit einer Goldmedaille. Alter! Dritter von 12 da. Okay. Okay, okay, okay. So, wow, Vorsicht, eng hier. Wow, so viel Container. Was für ein riesiger Frachthafen hier auch, ne? Mit einer Autobahn. Oh, nice. Boah, ne, hier geht's gar nicht. Ah. Komm, auf die Beine. Ah, wir sind Erster. Wir sind Erster. So, was brauchen wir denn hier so für eine Runde? Alter, was? 2 Minuten? Okay. Ist ja kein Thema. Dann brauchen wir eben für eine Runde 2 Minuten. Dann kriege ich die Folge auf jeden Fall mit Content gefüllt. So. Nehmen wir ein paar Reifen mit, für später zum Wechseln. So wie unser Fahrzeug jetzt wieder aussieht, können wir die gut gebrauchen. Und schön mit Musik. Guck mal, die anderen haben gar keine Chance, ne? Wir hauen ihn einfach ab. Die haben nicht den Hauch einer Chance. Es sei denn, ich mache hier sowas Komisches. Oh, guck mal. Aber nee, gut. Da hinten kommt er auch schon wieder. Wer immer das jetzt diesmal ist. Ich vermute, das wird wahrscheinlich wieder Lieutenant Speedway sein. Oder Yesta. So. Hier ist auch alles irgendwie gigantisch. Sind Kräne in so Frachthafen echt so riesig? Das ist ja Wahnsinn. Nein! Oh, schon wieder raut. Mann, wieder drauf reingefallen, ne? Hallo. Weg hier. Bevor die anderen kommen. Denn das möchte ich nicht. So. Perfekt. Ein bisschen vermisse ich dieses Feature, was die Flat Out 3 gebracht haben. So schlimm Flat Out 3 auch ist, ne? Dieses eine Feature fand ich doch cool, dass man sich mit Hilfe von dauerhaftem Nitro heilen konnte. Das hatte irgendwie was Faszinierendes. Irgendwas Befriedigenderes. Und da gibst du 10 Sekunden Nitro und all deine Beulen und Kratzer sind wieder weg. Irgendwie hatte das was. Schön die Regenwolken da. Passt aktuell zum April. Sehr wechselhaft. Da ziehst du dir einen Tag mit T-Shirt an, weil es so warm ist. Am nächsten Tag kannst du mit Winterjacke wieder rausgehen. So. Ah. Ah, Mist.
Bei den Geschwindigkeiten sind die Lücken, fühlen sich die Lücken hier alle sehr klein an, sehr eng. Wenig Zeit für Fehler hat man da. So, was haben wir denn hier jetzt für eine Zeit? Ja, okay, 1 Minute, 1,5 Minuten, 4 Minuten 50, 5 Minuten, ja, das ist okay, finde. Ist okay. Oh, gab auch wieder ordentlich Cash. Jetzt fahren wir zum verlassenen Depot. Ah, da waren wir ja schon mal öfters. In einem schönen Sonnenuntergang. Unserer schönen, hochglanzpolierten Karre. Ich weiß gar nicht, ob ich mir die Mühe machen würde, vor jedem Rennen die Karre auf Hochglanz zu polieren. Guck mal, so wie wir jetzt wieder aussehen. Nicht mal 20 Sekunden im Rennen. Oh Mann, ey. Ich glaube, da wäre ich mir zu bequem. Okay, ich sehe hier nichts. Wegen dem Stau. Okay, hier war das. Das hier sieht für mich aus immer wie ein Supermarkt. Ein riesiges... Ach, das ist ein Bahnhof. Das war ein Bahnhof. Warum steht hier mitten im Nirgendwo ein Bahnhof? Weg. Weg, weg, weg. Warte mal, ich habe gleich die Hupe ausprobiert, ne? Warte, wo ruft man denn? Ach, Steuerung. Ja, da habt ihr die Hupe jetzt auch mal gehört. Ah, man kann den Leuten damit so auf den Sack gehen. Wenn das Spiel denn noch multiplayerfähig wäre. Also ich weiß nicht genau, wie das hier mit Servern funktioniert. Aber ich glaube, Multiplayer... Also ich habe... Damals habe ich mal geguckt, ob es hier welche gibt, aber gab es keine. Die man hier online gefunden hat. Mann, ist er... Mann! Ist gleich Schrott, wenn das so weitergeht. Ah. Oh, irgendwie ist das schwer, gegen die Sonne zu fahren. Hopp. Weg, 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 weg. Okay, ich sollte lieber mehr fahren als hupen und hier so einen Blödsinn machen. Ach, was ist denn hier heute los? Nein, unser Dach. Hat das da ein Loch jetzt? Ah. Okay. Lieber einmal so vorsichtig fahren. Irina Prokop. Na, was geht bei dir? Lang nicht mehr gesehen, altes Haus. Dolores! Mann. Lang nicht mehr gesehen, altes Haus. So, und wer ist Erster? Sehe ich noch nicht, so weit weg. Mir wird die ganze Zeit Irina angezeigt, die hinter uns ist. So, ich muss hier irgendwie noch für mich den perfekten Weg finden. Ah, nee, da war er doch ziemlich perfekt. Brace? Alter, du hast eine Lack... Boah, wir haben uns gerade voll gespoilert. Der hat nämlich eine neue Lackierung. Ich weiß nicht, welche Lackierung das war. Ob das Skin Nummer 4 war oder Skin Nummer 5. Toll. Danke, Braces. Das hast du uns gespoilert. Wollt mich überraschen lassen, was der 4. und 5. Skin ist. So ein Sack, ey. Ah, ich will hier lang. Aber auf den ersten Blick gefällt mir der nicht so sehr, tatsächlich. Hey, was soll das denn? Komm, gib Gas, bevor die anderen kommen. Das war schon? Oh. Na gut. Kann ich mit leben, zweiter. Ist okay. Braces, braces, braces. Wer war denn dieser Kevin? Habt ihr das gerade gesehen vorhin in dem... Da war einer ohne Profilbild namens Kevin. Wie gruselig. Ich habe hier noch nie einen Kevin gesehen. Nelneck, Antonia, Evasion Bob, Sven. Wer war das? Hey, wie creepy.
Robots and Sons Lumbermill. Oh, mit einem meiner Lieblingslieder fängt das hier an. Super. Oh, das war ein später Start. Sehr viele Pickups heute hier unterwegs. Okay. Ja, Wald ist immer so eine Sache, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, wir haben immerhin die Geschwindigkeit. Wir haben Beschleunigung. Wir haben Speed. Wir haben nicht nur Speed. Wir sind Speed. Ich bin Speed. Ciao. Sorry. Wow. Ja, ist ja okay, mein Gott. Da macht man einmal Witze, versucht man einmal witzig zu sein und dann wird mir voll zusammengeschlagen. Was soll denn das, ey? Braces Roll! Du Sackgesicht! Haha. Ja, geschieht ihnen zurecht, dass sie wie Flummis jetzt umherfliegen. Selber schuld. Hättet ihr in der Schule mal aufgepasst, wüsstet ihr, wie Physik funktioniert? Tja. Bam, 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 bam. Irgendwie cool hier gerade. Wow. Mit dem nebligen Wald. Bitte hier durch. Zack. Ja, trauen sich nicht her. Ist auch richtig so. Bei dem Lied hier kann ich nicht verlieren. Bei dem Lied kann ich nicht verlieren. Sonst werde ich mir die Popel an den abschmieren oder sowas. Wow. Ba, 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 ba. So, die Gleise hier immer. Oh, die, ich mag Gleise hier in dem Spiel nicht. Ich weiß nicht, wo lang. Ich fahre hier lang. So. Na, guck mal, da kommen die ersten wieder. Aber das ist kein Thema. Denn wir sind viel schneller. Und ich kann gut fahren. Wie man hier sehen kann. Hallo. Ich darf hier nicht so viele Spirenzchen machen. Ich darf nicht so viel rumblödeln. Denn so weit fühlen wir ja noch nicht. Ah, Mist, Alter. Ah, ich habe kein Nitro mehr. Super aufgesetzt. Perfekt. Okay, fährt ihr auch über die Brücke, ja. Ah, mäßig, ich wollte die voll wegrammen. Das hat sie gemerkt. Das hat sie gemerkt und schon vorher ausgewichen. Was fällt dir ein, hellseherische Fähigkeiten zu haben? Dann, dann, dann. So, wie fahre ich hier am besten? Hier irgendwie rein, glaube ich, oder? Komm, fahren wir hier lang. So viele Wege. Da kann man sich doch nicht entscheiden. Wow. Okay, super. Oh, diese Stelle mag ich hier. Ich weiß nicht warum. Ich mag das, dass hier die Sonne fehlt, dass der Wald hier so nebelt. Hat irgendwie was Schönes. Man kann förmlich die frische Luft in dem Wald hier riechen. Ah. Vorsichtig. Yes! Ha, nimm das, wer immer du auch bist. Lieutenant Speedway? Die haben alle ihre Wagen getunt. Die haben jetzt weitere Skins freigespielt. Alter, Nelnik Igor, der hat ja richtig abgeräumt hier. Geiles Lied. Wir finden mit 5 Punkten. Ab in den Schnee. 0 degrees. Hätte ich diesen Winter gern gehabt. Oh, man hört richtig den Sturm hier oben. Ist aber kalt. Und man sieht hier auch gar nichts, ne? Na gut. Yeah, yeah, yeah. Dann fahren wir mal. Na. Na, na. Lass mich. Na komm, die Strecke kenne ich doch. Die wird super einfach. Ciao, Leute. Wir sehen uns dann im Ziel, ja?
Möchte keinen von euch vorher sehen. Er ist im Ziel. Okay. Okay. So langsam ist es aber etwas schwieriger, die abzuschütteln. Ich hoffe, dass wir diese Klasse kein neuen Fahrzeug kaufen müssen, auf jeden Fall. Genau so, nicht anders. Man kann einmal den Schnee von der Linse wegmachen, das ist ja störend. Ah. Okay. Alter, der Clown, ne? Der kann mir gern gestohlen bleiben. Ich sehe nichts. Alles nur weiß. Ja. Alter. Nein, ich berühre es doch gar nicht. Da kommt der Eiswagen. Ich habe keinen Bock auf Eis. Lass mich. Alter, ist der laut. So, wen haben wir da? Der Igor. Wo ist der Clown? Igor, sag mal, wo ist denn der Clown? Da vorne? Okay, danke. Ich überhole mal hier von außen. Alter, du bist doch dumm! Der Weg hier ist voll lange! Oh. Ja, ich fahre hier lang. Ich glaube, hier ist kürzer dann. Oder? Ne, ich habe bisher den längsten Weg genommen, den man nehmen kann, oder was? Ah. Egal, eine Runde haben wir noch. Genau. Lass mich. Och, Leute. Nein. Was ist denn das hier? Habt ihr das gesehen? Manchmal sind da komische Effekte. Egal. Och. Huch. Boah, der eine qualmt schon. Alter, Evasion Bob ist was Schrott. So wie viel mit 5 Punkten? Da man ja pro Platzierung einen Punkt mehr bekommt, könnten wir ja eigentlich Vierter werden. Ist diese Rechnung korrekt? Auch wenn ich gerne Erster werden würde, aber ich glaube nicht dran. Da, wie unser Auto aussieht. Alter, unseren Typen, der muss so richtig kalt sein jetzt. Das ist ja gar keine Windschutzscheibe, das ist ja totaler Durchzug da jetzt. Irener, na, was geht bei dir? Ciao. Oh, die hat aber eine süße Lackierung. Mit Blümchen. Ah. Da ist der Lieutenant Speedway. Nein, Irana, du bist doch doof. Ich will nicht kuscheln. Ich will auch nicht an unsichtbaren Stein festhängen. Toll, danke. Darf ich das Ganze nochmal neu machen dann? Läuft es darauf hinaus? So. Ah, nein. Oh. Komm, einfach weiterfahren. Einfach weiterfahren. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich hier reinkam. Ah, hier. Wunderbar. Oh, Dritter. Oh, yes, da. Hau ab. Shit. Schwer, ey. Wirklich schwer, wenn man nicht sieht. Aber machbar. Man hat ja bisher Zeit gehabt, die Strecken zu üben. So. Also laut Berechnung müssten wir jetzt von der Platzierung her, von den Punkten her, trotzdem Erster sein. Stimmt das denn? Jawohl. Nice. Und wir liegen super in der Zeit. Und damit haben wir ein Skin und Cash. Ich hätte gerne noch mehr, hallo. Ja, genau. Krieg ich noch mehr? Ja, krieg ich noch was? Nee. Oh, schade. Egal. Hey, ist da eine neue Strecke?
Oder ist das die eine, die wir schon kennen? Nee, es müssen nur neue sein. Die vierte davon. Ja, nett. Aber als erstes tun wir erstmal unser Fahrzeug. Machen wir hier Getriebe, ist fertig hier. Zack, zack, zack. Nitro. Und damit haben wir wieder kein Geld mehr. Ja, langsam ernährt sich das, oder mühsam ernährt sich das Murmeltierchen. Was? Irgendwie so. So, Lackierung wieder gewechselt. Halt, warte mal. Das machen wir wieder auf normales Feuer. Standard halt. So. Und die Hupe machen wir wieder normal. So. Wir wollen ja wieder ernst genommen werden von den anderen hier. Gut. Das war dann das. 25% von der Klassiker-Klasse haben wir schon abgeschlossen. Das ist ja echt... echt einfach wow, ne? Gut, dann sehen wir uns nächstes Mal. Oh, 5 Cups nur noch. 4 Cups nur noch. Und eine Folge für das Ganze hier unten. Nehme ich an. Naja, dann sehen wir uns nächstes Mal in dem Break a Leg Classic Cup. Ob wir uns Beine brechen, sehen wir dann nächste Folge. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.